Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rise of the Tomb Raider. Ja, wir befinden uns hier in alten, vermutlich Getesh-Ruinen. Haben jedenfalls uns hierher wiedergefunden, nachdem wir die Verbindung zu Jacob verloren haben. Und wir waren hier nicht alleine. Und das ist so schön, wenn du dann hier so herumläufst und dann andere Sachen siehst. Oh, guck mal, da kann ich auch irgendwie einen Seilfall dran machen. Huch, huch, mach das doch nicht. Oh, ich vergesse das immer. Wenn man die Kamera zu weit macht, dann rutscht sie wieder einfach runter. Wenigstens kann sie nicht runterfallen, ne? Also solange ich nicht dafür sorge, dass sie loslässt. Das ist Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Das ist in so einem Berg drinne, teilweise vereist, größtenteils kaputt. Dass das überhaupt noch alles so existiert. Vor mir hat schon jemand versucht, die Tür zu öffnen. Ja. Ich finde es auch sehr vertrauenserweckend, wenn das so, ja, hin und her dingst, ne? Also es ist einfach Wahnsinn, wie das hier alles so aufgebaut ist, wie das gestaltet ist. Also nicht nur vom Spiel her selber, sondern wenn du sowas auch wirklich entdeckst, das ist krass. Das ist richtig krass. Das sind so Momente, wo ich gerne Archäologin wäre. Dann stellt man sich das so vor wie bei Lara, ne? Und denkt sich so, boah, scheiße. Ist ja doch nicht so. Doch keine Menschen töten. In die Richtung? Ja. So. Ist gut, dass sie. Dass das noch gehalten worden ist. Kann ich das da irgendwie verbinden? Ich weiß, es sieht so aus, als könnte man das irgendwie verbinden miteinander, ne? Und irgendwie. Den muss ich noch wegmachen, ne? Der ist noch ein Weg. Nein. Brauchen wir nicht. Weg damit. Was ich mich jetzt frage, ob ich darüber springen kann. Wie soll ich nur dann wieder zurückkommen? Ach, guck, da ist ein Band. Dann versuche ich jetzt gar nicht rüber zu springen. So. Ich wollte schon wieder die mittlere Taste drücken, ne? So, wie war das? So. Oh, guck, dann ziehe ich doch das nur hoch. Ach, muss ich es dann... Ich muss es bestimmt dann loslassen, durchschneiden, und dann geht das dagegen und dann fällt das erst recht runter und dann reißt das die Tür auf mit der Blockade. Ich bin ja wieder sehr begeistert davon, wie zerstörerisch Lara wieder ist, ne? So, okay. Aha. Hier führt das rein. Oh, können wir uns das angucken? Oh, das wäre so geil. Das, weil das noch so beleuchtet ist und so. Das wäre richtig cool. Achso, das ist nur Heilmittel. Okay, gut, dann kletter ich mal. Ich traue mich nicht so an Dinge ranzuspringen. Das geht meistens bei mir in die Hose. Was haben wir hier? Bis jetzt noch nichts. Noch nichts Großartiges. Genau, mach mal Licht an. Damit wir ein bisschen besser sehen. Oh, oh, hier geht's runter. Habe ich eigentlich Giftpfeile noch? Ja, 3 Stück. Gut. Okay. Ich wollte gerade mit der Pistole Ziel, also hier so das Aufladen. Upsa. Das war mein nervöser Finger. Mit Deckung geben, das hat sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Hey, hey, lass das. Ich finde das so schön. Hauptsache kaputt machen. Wo ist er hin? Ach, da ist er. Schießt von da, die Sau. Der ist sehr hartnäckig, muss ich mal sagen. Ja gut, dass ich jetzt gerade auch nicht so sonderlich gut treffe, kommt noch dazu. Oh, jetzt. Jetzt ist mir egal. Oh, daneben war ein explodierendes Fass. Gut zu wissen. Ach klar, ja, natürlich. Huch! Ich stehe unter Beschuss. Ja, ich auch. Nein.
Deckung! Die hinteren Säulen! Ich werde beschossen! Was? Du wirst beschossen? Das habe ich ja gar nicht. Wie sie sich auch absprechen mit sie ist hinter den Säulen und so weiter und so fort. Oh, ey, hallo? Genau, das wollte ich nämlich treffen, das Fass. Okay, warte mal, ich wechsle mal kurz die Waffe. Muss ich es ein bisschen so machen. Ist der weg? Oh, ja, Musik geht weg, ne? Ich dachte, da wäre noch einer am Leben. Aber war nicht so. Okay, gut. Och, hier liegt eine Dose. Warum stelle ich das denn jetzt erst fest? Oh, guck mal, Münzen. Wie viele wir dadurch auch einsammeln, ne? Und ich habe noch gedacht, so, es gibt ja recht viele Münzverstecke, okay. Ja, aber wenn ich da so an die Preise denke, ist es schon etwas blöd. Ja, blöd nicht, aber das ist dann so sehr motivierend, wenn du dann bedenkst, so, hey, so einen Münzhaufen, dann nimmst du dann nur zwei Münzen davon mit und denkst, okay, ja, okay, gut. In Ordnung. So, dieses dezente Leuchten, da gehe ich auch gleich hin. Ich wollte gerade sagen, wo war das jetzt nochmal? So. Das haben wir, den haben wir. Gucken wir hier. Oh, oh, stimmt, der Monolith. Jetzt ergibt es einen Sinn, wenn ich diesen Anweisungen folge. Ach so, wieder Münzverstecke. Ich vergesse immer, dass das ja immer so auf so diese geheimen Münzverstecke hinweist. So, hier ist sonst nichts weiter, ne? Nein, gut. Oh Gott, ich wollte gerade einfach rennen. Oh nein, Glück! Ich mach mal den Satz zu Ende. Bei meinem Glück wäre ich direkt in den Abgrund gefallen und aufgespießt worden. Ja, so viel dazu. Nein, nein, nein. Oh, oh, es hat noch gereicht. Oh, ich dachte gerade, ich wäre zu früh gesprungen. Das würde nicht reichen. Und oh, nee, ich habe mich schon wieder aufgespießt gesehen. Gucken wir mal, gucken wir mal. Okay, das sieht danach aus, als würde ich da weitergehen. Deswegen mache ich kurz den Schlenker hier hin. Ein goldenes Schwertheft, verziert mit Juwelen, gehörte einem byzantinischen Adligen. Wahrscheinlich einfach so umdrehen oder so oder so oder irgendwie. Da. Die Klinge ist in der Nähe des Griffs abgebrochen. Ist das im Kampf passiert? Vielleicht, vielleicht doch nicht. Wer weiß das schon? So, einmal hier hinspringen. Oh ja, das hat auch so ein typisches Tomb Raider-Feeling, ne? Säulen, auf die man springt, fehlt nur noch, dass die kaputt gehen, wenn man zu lange draufsteht. Und Stachelfallen unten drunter. Okay, machen wir kurz den Stecker noch hier rum. Also das da, dass das eine Falle ist, da brauchte ich noch nicht mal das Rote. Ich habe es mir nicht schon gedacht. Weil das da so komisch geleuchtet hat. Fand ich das schon sehr verdächtig. So, okay, haben wir wieder so einen Rucksack. Und dann können wir hier weiter. Verkehrte Waffe. Was kann ich denn hier einsammeln? Was kann ich hier einsammeln? Ach so, die Pilze. Heilung, nehme ich mit. Ist wieder voll. An alle, die diese Nachricht erhalten. Ich werde bald tot sein. Und damit auch alles wissen über diesen Ort. Eine Flucht war nie möglich. Wir stiegen für unsere lange Reise in den Zug und mussten feststellen, dass nur wenige Kilometer vom Berg entfernt die Schienen, die wir auf Kosten so vieler Toter verlegt hatten, verschwunden waren. Seit Monaten haben die Einheimischen die Schienen vorsichtig abgebaut und diesen Ort in Vorbereitung ihrer Angriffe isoliert. Wie ihre kostbaren Ruinen werde auch ich bald von Schnee begraben und vergessen sein.
Okay, okay, okay. Oh, wieder eine Falle, hä? Huh? Ja, wer hätte das gedacht? Ich versuche mal elegant drüber zu springen. Hui! Ach, ich kann hier hochklettern. Ich dachte so, hä, was? Habe ich hier irgendwas? Hat gut funktioniert. Okay. So, wo sind's? Ach, da. Irgendwo oben. Oh, der ist jetzt runtergefallen. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Dosen! Sie ist verwundet. Ja, bin ich. Hast du aber noch. Ist der Typ da oben? Da. Weg damit. Der Typ hier? Ach, der lebt ja immer noch. Dumme Drecksau. Warte mal, am besten ist eigentlich... Achso. Munition genommen, ne? Fast schon. Nein. Komm her. Jetzt ist er weg. Jetzt kommt wahrscheinlich der nächste. Ich lade mal kurz nach. Na, wo sind die denn? War die Leiter? Die Leiter war aber vorher noch nicht da, ne? Da oben. Ich loote den gerade mal, einfach weil ich es kann. Nein, da wolltest du nicht hin. Ah, damit machst du auch nur ein Dings. Wie schmeißen die denn hier? So, Musik ist weg. Sie stellt sich auch hin. Gut, dann ist das ja geklärt. Achso, das brauche ich Gebiet ja. In Ruhe. Das Gebiet brauche ich ja nicht nochmal angucken. Immerhin war ich ja schon mal hier. So, dann mal hoch mit dir. Ist aber nett, dass die extra eine Leiter gemacht haben, ne, damit ich jetzt hier hochkomme und weiterkomme. Sonst hätte ich echt blöd aus der Wäsche geguckt. Hm, Repetiergewehrkomponente. Okay. Achso, das sind zwei. Nee, irgendwas. Ich keine Ahnung, was da war. Ach, das ist nur eine Karte. Ich dachte, warum kommt da nichts an Text? Warum kommt da nichts? Kann ich mir das angucken? Nee, schade. Ich muss darunter. Das war jetzt offensichtlich, aber ich wollte gucken, ob dieses Seil da drumherum aufleuchtet, ob das irgendwie dann wichtig ist. Oi. Okay. Was muss ich jetzt machen? Achso, hier einmal rum, denke ich. Dann hier hoch. Dann hier runter. Weg. Bloß runter von so einem Teil, wo ich in den Abgrund stürzen kann. Was vielleicht auch jeden Augenblick runterfallen könnte. Hier gibt es schon mal keine Versteckmöglichkeiten. Das ist beruhigend. Das heißt schon mal, ich werde nicht angegriffen. Ne? So, wir haben das Teil. Ich gucke nur gerade, um das ein bisschen zu kombinieren alles. Das können wir ein bisschen weiter hier... Ah, okay. Das können wir hinschieben, dann können wir das Teil daran machen und dann bringen wir das irgendwie zum Schwingen oder sowas. So dass es dann einstürzt. Jetzt ist noch die Frage, wie komme ich wieder zurück, ne? So. Schieben wir das mal. Damit ich das auch entsprechend anmachen kann. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. So müsste das klappen. Okay. Das ist nett von ihr, dass sie mir das sagt, ne? Dass sie mir da eine Antwort drauf gibt. In welche Richtung gehen? Dezent durch den Pfeil angezeigt, aber trotzdem erstmal die andere Richtung testen.
geschafft. Wie das rausgerissen wird. Das ist ja Wahnsinn. Ich dachte mir auch so, ach komm, ich lasse es einfach mal. Es wird schon klappen. Es ist so, sonst so seltsam, dass das sich mit Wasser füllen kann. Wenn das nicht irgendwie wichtig ist. Und eigentlich wäre sie mit runtergerissen worden. Weil, Ja. Boah! weil sie hier jetzt in den Abgrund stürzen sollte. Nein, weil sie ja noch dran festgehangen hat. Mit ihrer Axt. Ich hoffe, man hört mich überhaupt, weil es ist immer so sehr unausgeglichen laut. Ich habe es eigentlich schon recht runtergestellt, letztens erst. Und es ist trotzdem immer noch irgendwie so laut. Die Statue muss der unsterbliche Prophet sein. Und das zeigt den Exodus seines Volkes aus der Wüste von Syrien. Sie siedelten in einem verborgenen Tal und bauten eine große Stadt. Kitesh. Zum Schutze der Stadt und des Volkes stellte der Prophet eine Armee von Kriegern auf. Aber was ist hierauf zu sehen? Sie halten da nicht die göttliche Quelle. Etwas anderes, aber was? Und seine Krieger schmiedeten für ihn einen Atlas, auf das der Prophet stets seine Stadt kenne und seine Geheimnisse. Eine Karte der Stadt. Vielleicht zeigt sie den Weg zur göttlichen Quelle. Das ist mal mega. Ich finde das geil. Ist auch schön, dass der Bereich auch stabil genug ist, ne? Und dass das hier alles noch so schön erhalten geblieben ist. Ist auch richtig, richtig toll. Die Statue ist eh grandios mit den Licht da drauf. Ist so, ich habe richtig Gänsehaut. Das ist schön hier. Das ist sowas in der Art habe ich halt einfach im Vorgänger vermisst. Klar, da gab es auch mal so, ja, die Gräber hat nur ein bisschen dieses Feeling gegeben, aber nicht so in der Form. Also zumindest erinnere ich mich nicht dran, aber ich habe auch ein sehr schlechtes Gedächtnis, was sowas angeht. Das merke ich sehr oft. So quasi aufgenommen, erledigt, geschnitten, hochgeladen, online, alles vergessen. Schon nach dem Schneiden eigentlich. Es ist ein Wunder, dass das hier alles noch steht. Das ist wieder eine Falle. Die Kunstfertigkeit ist trotz der Schäden atemberaubend. Kann ich dir nur zustimmen. Oh nein. Oh nein, ihr wollt mich ärgern, ne? Ihr wollt mich ärgern. Ihr wollt unbedingt, dass Lara nochmal stirbt hier. So, wie tauche ich nochmal? Ich bin da so gut drin, ne? Ich nehme jetzt einfach mal den. Achso, ich sollte vielleicht von vornherein immer schneller tauchen, ne? Weil, hier hat es nicht so mit dem Lungenvolumen. Wie in den... Also, vergleichbar mit den klassischen Teilen ist das sowieso nicht. Das, also was sie da an Lungenvolumen hatte, das ist ja Wahnsinn gewesen. Das ist ja enorm. Ist ja abnormal eigentlich. Cool, dann sind diese Ruinen wirklich so dieses Verbindungsstück zwischen den Bergen, wo wir waren, und jetzt dem Tal hier. Ich nehme an, das wird auch das nächste große Gebiet sein.
Also wenn, dann werden da wieder optionale Folgen auf euch zukommen. Einfach, ja, wenn ich mich umsehe, das mache ich jetzt auch optional einfach. Und wenn es halt von der Story weitergeht, geht es halt ganz normal betitelt weiter. Zumal ich ja, ist immer noch weiterhin als Folge so und so, also bezeichne. Ich mag das halt lieber so. Ist ja der Beititel dabei optional, also so von der Titelbeschreibung her. Ich rede schon wieder, ne? Ich kann das nicht so gut. Mit dem Erklären und dabei Spielen, Umsehen etc. Das ist nicht so besonders meine Stärke, ne? Das hat sich nicht so wirklich verbessert in den ganzen Jahren, die ich jetzt hier schon Let's Plays mache. Vielleicht ein bisschen verbessert, ich weiß es nicht. Oh, sieht ja schön aus. Vor allem, das ist so ein schönes Kontrastprogramm. Zu der eisigen, kalten Gegend ist das jetzt hier schön warm. Das ist jetzt wirklich so, ja... Dieser Übergang ist jetzt momentan das Wetter eigentlich, ne? Mal so ein bisschen frühlingshafter, ne? Noch ein bisschen frisch, aber schon ein bisschen grün und so. Und auf der anderen Seite dann plötzlich wieder Schnee und Eis und Minusgrade. Ist das das Dorf oder kommt der Gegner? Oh, ist das cool. Ich frage mich auch, wo Jacob ist. Oh, was ist das da hinten? Was ist das da? Mach einfach mal aus Prinzip. Aus Prinzip einfach mal drauf geschossen in der Hoffnung, dass es funktioniert und herausgefunden, dass es eine Herausforderung ist. Wie cool. Oh, schön. Solche Zufälle mag ich. So, ja. Ich denke mir aber, ich werde erst in der nächsten Folge mich hier runterfallen lassen, ne? Eigentlich wollte ich schon vorher, bevor ich hier überhaupt reingelaufen bin, Schnitt setzen, aber ich dachte, es kommt eine Videosequenz, hätte damit gerne den Cut gemacht. Aber ja, passiert nichts. Also mache ich hier einen Schnitt und dann rutsche ich in der nächsten Folge hier runter. Bis dahin, dann tschüss, eure Teil.